Wobei ich den Teil gar nicht so gut fand. Folge mir. Ah. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Okay. Ich muss mal gucken. Hier kann ich ja schön looten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ding da... Ah, okay, da muss ich warten, bis ich meine Magnetkraft habe. Oh, ich will meine Magnetkraft. Du schreien. Was ist denn das hier? Ex? Was ist das? Rhodonit. Mhm. Ja, sonst kann ich hier noch nicht so viel machen, ne? Ich brauche erstmal eine Magnetkraft. Schika-Stein erkannt. Und wir haben einen Schnellreisepunkt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Wundervoll. Der Eingang wird nun geöffnet. Ebenfalls wundervoll. Ey, das ist so schlimm. Ich habe gerade so... Kennt ihr das, wenn ihr mehrere Ohrwürmer habt? Also nicht nur ein, sondern mehrere? Hami-Koffein. Okay, bei dem Spiel muss ich echt schauen, dass ich nicht rumspoiler, lächelnder Smiley. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ma-O-Unu. Im Namen bla bla. Ja. So, dann machen wir mal den Tempel hier weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ehrlich. Mega, bitte Funk in Hausmädchenkostüm. Ja, bitte. Bitte. Das wäre schon lustig. Nee, der Hausmeister, der packt mal eben in den Discord den Link zu dem Ankündigungsvideo. Das ist halt schon ultra lustig, ne? Also ich bin jetzt nicht der... Also Papa Platte finde ich halt, ist absolut nicht meins. Trimax ist auch absolut nicht meins. Gronkh hin und wieder. Ah, die anderen beiden, ich... Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag, aber die machen halt keinen Content, den ich geil finde. Das ist halt das Problem. Aber dass die jetzt so ein Riesen-Event... Also es sind ja mal so drei der größten YouTube-Twitch-Streaming im Bereich Dach, die es so gibt im Gaming-Bereich. Bitte? Ist im Chit-Chat? Hat er in Cheat-Chat gemacht. So, gut. Was wollte ich denn jetzt machen? Ja, genau.
Also, ich kann das jetzt hier erfassen. Hui, bup. Krawum. So. Und nun kann ich hier einfach rüberlaufen. Ich liebe es. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es später richtig Kackrätsel gab, ne? Komm, fall! Ah! Ich will ihn eigentlich da runter schubsen. Oh, scheiße. Ja gut, wenn das so die Größten sind, ist ja klar, warum ich den Namen noch nicht gehört habe. Außer Heini. Ja. Also, ja. Nur weil man der Größte ist, heißt das ja nicht, dass man wirklich überall bekannt ist. Ja, genau. Der Hausmeister meint gerade, er kannte Montana Black auch nicht, bis ich irgendwann mal damit um die Ecke kam. Von wem guckt ihr mal den komischen Typen da an? Und der verdient eine Schweinekohle. Ich meine, es gibt auch Leute, die kennen, sich mal überlegen. Die kennen zum Beispiel O2 nicht. Also jetzt nicht den Telefonanbieter, sondern die Band. Nein, U2 hießen die. So. ja, egal. Und musst du nicht kennen. Andere Zielgruppe. Ich sag einfach mal andere Zielgruppe. Wuhuhuhu. Warum habe ich es mir denn gerade so schwer gemacht? So. Koffein. Du, böser Mülleimer, du. Ja. Ungefähr so. Schön. Aber mein Plan an und für sich hat ja dann funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe gerade gedacht, das geht wieder zu. Habe ich hier denn sonst noch was? Nee, ne? Ich weiß gar nicht mehr, gab es in jedem Tempel irgendwie noch so Schätze, die man finden konnte? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe hier sonst halt auch nichts. Und dadurch, dass das, glaube ich, auch der... ich sag mal, der Tutorial-Tempel ist. Ja.
Okay, das war die Magnetprüfung. Also ich lese das jetzt nicht alles vor, ne? Der redet sehr viel. So, wir haben ein Zeichen der Bewährung bekommen. Das ist doch schon mal schön. Das erste. Und das wird nicht das letzte sein. Bubu! So geil. Du scheinst dein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Und das Parasegel? Mal ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen dieses Shika-Streins, den du dort am Gürtel trägst. Und das Parasegel? Sei doch mal still und hör zu! Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation wie dieser Schrein scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu, von diesem Schrein gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Jetzt willst du mehr? Ja nun, ich habe es mir anders überlegt, aber für dich sollte das doch ein leichtes sein. Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merk dir das gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Machst du Witze? Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf deinem Shika-Stein die Karte an. Hast du blaue Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein auf dem Turm und auf dem Turm befinden? Ja, ja. So, fertig für heute. Jetzt zocke ich noch 1 bis 2 Stündchen, dann geht's raus grillen. Oh! Was zockst du? Was zockst du? Was zockst du? Was zockst du? Zelda. Vielleicht ist das auch alles nur ein Ammenmärchen. Sekunde, erst hier. Nummer 1. Fuku! Okay, die gehen noch, die sind noch nicht so schlimm. Bernstein. Hey. Oh, hey. Na, 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 na. Ein Opal. Okay.
Sekunde. Irgendwas war hier doch auch noch, ne? War hier doch nichts? Ich war zu langsam. Oh boy. Oh, wait. Wait, 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 wait. Eieiei, da ist ja ganz schön viel los bei dir. So, komm mal mit, du. Ah ja, die Ausdauer war hier ja richtig bescheiden. Ich glaube auch. Verschwindet ihr denn auf einmal? Das wäre jetzt aber nicht so geil. Das wäre jetzt aber nicht so geil. Ah, okay, der kommt dann einfach hier wieder hin. Ich will mal gucken, ob ich das hinkriege. Tue ich mir jetzt erstmal alle Metallteile, die ich so finden kann, ne? Ja, da war dann noch das Ding. Und dann versuche ich mir da mal eine Brücke oder sowas rauszubauen.
Warum? Warum bin ich denn da jetzt runtergefallen? Wie dumm. Das war kein Tod. Ich habe noch zwei Herzen. Ach, komm schon. Wie dumm. Ich kann das nicht, das ist so dumm. Was ist denn los mit mir? Tschüss, Paar Schuhe. Viel Spaß mit deiner Nichte. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen doof. Warte. Schwer. Kann das bitte sein? Feuerpfeile, sehr gut, ohne Bogen. Immer, immer nett und gern gesehen. Eispfeile, auch sehr gut. Ja, ne? Also diese Puzzle-Dinger, ne? Ich schaff das immer nicht.
Gab's da bestimmt mal irgendwie einen Trick, wie ich das besser drehen konnte, richtig? Sieht sicher aus. Oh. Puh. Okay. Naja, aber wir haben das, was ich haben wollte. Das ist schon mal gut. Auch wenn mich das nicht wirklich weiterbringt. Und ja, ich weiß, ich komme hier nicht runter. Ich will nur mal gucken. Oh, da sind Pferde. Ah, okay. Tasche, nein, warte, da. Der Pfad des Helden wurde zu deiner Karte hinzugefügt. Schrein des Lebens. Hä? Da war mein Game Over. Gut, dann gehen wir mal dahin. Verrückt, verrückt, verrückt. Wie? Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Hast du etwa vergessen, dass du dich einfach teleportieren lassen kannst? Hab's vergessen. Nein. Nun denn. Ich habe dich hierher gerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass du deinen Shika-Stein über ein Fernglasfunktion verfügt? Suche mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Okay. Markieren kannst du auch direkt auf der Karte hinzugefügt oder entfernen. Okay. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Woher weißt du das? Das ist Altersweisheit. Die Jahre hier draußen in der Wildnis haben mich das ein oder andere gelehrt. Dann los. Nun, sieh dich... Warte. Ja, nun sieh dich einfach um. Ja, ja. Warum war ich jetzt gerade abgelenkt? Also, wir gucken. Ich gucke. Ah, da hinten. Okay. Das ist der da unten. Da ist noch einer. Okay. Hast du die Schreine entdeckt? Ja.